So Leute, damit mal wieder ein herzliches Willkommen. Du dreckiger Nockerpatze, kannst jetzt einmal duschen gehen, du Dreckser. Das ist mir das Erste, was er macht, weil bist deppert. Ein ganzer Dreck oder alles drüber dran. Schau, wie dreckig der ist. Er geht schon wieder als ein dreckiger Schlafen. Das ist das Erste, was du machen musst bei ihm. Weil das ist ein Wahnsinn. Gleich das Nächste. Naja, nach einer gewissen Zeit tust du einfach nur noch alles einfach auf deppert überspringen. So, wollen wir schon? Ja, jetzt wo er schon rausgeht, drauf geschissen. Energy am Morgen vertreibt zwar Kummer und Sorgen, aber nicht jedes Mal ist ein Pumpen rennt, Alter. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wenn er jedes Mal sauft. Wie ein Loch. Gleich 5-6 Dosen in der Fuhr. Super. Schau mal. So sah die Welt vor 120 Jahren aus. Es gab nur einen großen Kontinent. Und weißt du, was das ist? Das nicht. Der Mond. Sehr schöne Geschichte zum Einschlafen. Schlafwitter sofort. Schlafwitter in 0,1 Sekunden ein, Alter. Passt, gar nicht Sorgen machen. Aber immer dann, das Schlimmste ist doch immer damals als Kind, so mit 10, 12, du bist an der Kasse, was ist? Mutter hat noch was vergessen und läuft doch weg. Digga, du stehst vor der Kasse. Du weißt einfach nicht, was du tun sollst. Und genau dieser gleiche Moment ist jetzt, da ist mit der Dusche. Ah, die jetzt schon. Ein paar Kruzifix, ein bisschen Knoblauch vielleicht da zusätzlich, weil er vielleicht sowieso auch ein harperter Vampir ist, man kann ja nicht wissen. Ich habe gehört, gehabt Kruzifix. Definitiv sehr viel Kruzifix. Solltest doch ein bisschen mit Blut schmieren und das Ganze. Auf überhaupt nicht krank angelehnt. Sam, viele Kunden fordern dich namentlich an. Also während es für die Erweiterung des chiralen Netzwerks entscheidende Aufträge gibt, die du annehmen musst, gibt es andere, die du nach Belieben annehmen oder ablehnen kannst. Aber natürlich liegt es in aller Leute Interesse, dass du so viele wie möglich erledigst. Wir dürfen eine frische Pizza liefern. Ach du Scheiße. Ja, passt. Sehr gut. Sehr gut. Bist deppert Pizza? Aber das ist da wieder ein Eicherhaberer. Ja, mach mal eher, hätte ich gesagt. Da haben wir dabei noch nicht so aktuell so viel Stress. Da lernen wir sowieso mal ein Fahrzeug kennen. Da müssen wir sowieso mal ein bisschen das ein oder andere sich wir auch leisten. Du musst ihn zum Verteilerzentrum südlich von Egnor City bringen. Ich bin aber gespannt. Wenn sich diese autonomen Lieferbots als zuverlässig erweisen, könnten sie unser Liefernetzwerk revolutionieren. Das wär's. Weil dann schicke ich ihm jedes Mal zum Allen. Auf den Berg auf. Dann schicke ich jedes Mal den Scheißbot auf zum Berg. Kann Jessica. Na, wenn eine Langstrecke. Nehmen wir Langstrecke, ist wichtig. Definitiv wichtig. So, eine Leiter wäre nie schlecht, ein TCK wäre, ja, eins nehmen wir, eins mit Blutbeutel ist sonst wurscht. Hast du wirklich jetzt noch ein zweites? Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Nimm sicher jetzt aber noch eins, bin mir da nicht so unsicher. Da nehmen wir eins, da bleiben wir auch bei eins. Sonst, ja, da wollen wir wieder brav einkaufen. Wollen wir wieder so richtig brav einkaufen, ja, das nehmen wir. Nein, Fahrzeug, das passt eh, das nehmen wir, das Fahrzeug. Weil der extra bastelt, extra Kauf gehabt. Kannst man nicht einfach so liegen lassen. Das ist schon wieder der halbe der Turm von Pisa. Kann ich nicht normalerweise auch irgendwas ins Auto reinlagern? Normalerweise schon. Normalerweise müsste schon was gehen, aber passt schon. Bist du, das ist denn ja Maschinka, Alter. Oder kann man... Okay. Bei dem ist es wieder so, da kannst du wieder nichts einlagern. Warte. Erstens, das ist wirklich für Langstrecke. Zweitens... Okay, da sehe ich gerade nicht, wie es ausschaut, wie demoliert. Aber zeig mal her, wie schaut es mit den Schuhe aus? Ist es gut, ist es nicht gut? Wow. Wow, sind die Schuhe Bombe. Wechsel die anderen Schuhe. Na Gott sei Dank, Alter. Da haben wir wenigstens ein bisschen was. Muss ich da wegschmeißen. Muss ich da definitiv noch zusätzlich noch ein paar kaufen.
Und Betty. Aber jetzt werden wir dann eh sehen, wie es ausschaut mit der Straße. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, Alter. Jetzt sind wir auf Achse. Jetzt sind wir auf Turbo. Ja, Alter, was kann ich dafür mit auf der Straße? Selber schuld. Selber schuld. Mitten auf der Straße stehen sie, die Depperten, Alter. Was ist mit denen? Selber schuld. Selber schuld. Das ist wirklich für Langstrecke. Haverer. Da kannst du lang fahren. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, sobald Wasser kommt, bist du am Arsch. Die Strecke ist eben jetzt nur weiter. Wow. Ich kann auch schon fast durchfahren. Schau dir das an. Ui, naja, halbe Strecken habe ich schon. So, damit eigentlich quasi schon fast erledigt. Ich hätte eigentlich sogar noch eine Sonderlieferung gehen können und hätte da auch noch was mitnehmen können. Es wäre normalerweise sogar noch fast gescheiter gewesen, theoretisch gesehen. Ah, der will eh was. Der will eh was von mir, dass ich es ihm wieder zurückgebe. Schaut irgendwie so aus jetzt, gerade wenn wir nur auf der Straße sind, dass wir unendlich Strom haben. Das ist geil. Das ist sehr, sehr geil und sehr, sehr praktisch. Ja, dass wir da vielleicht so einen kleinen Abstecher machen, ist sicher. Wie weit gehen da eigentlich die Straßen? Das ist ja wieder das Nächste. Für die Supertour, da brauchen wir nichts basteln. Sehr praktisch. Da brauche ich ja fast gar nichts mehr machen, Alter. Bist deppert, Alter. Schau dir das an. Da muss ich ja gar nichts mehr machen, Alter. Jesus. Ja, das ist praktisch. Das ist sehr, sehr praktisch. Dann haben wir sie noch da über die Häuser. Schauen wir nur, dass er nicht aufzahlt, den armen Hund. Also man kann ja nicht wissen. Er ist ja vielleicht steppert. Aber man merkt aber trotzdem. Trotzdem, obwohl es für Langstrecke ist, sobald aber nichts mit Energie am Start ist, geht da schon relativ schnell was fliegen. Das muss man schon dazu sagen. Zeig mal her, kann ich wenigstens irgendwas mitnehmen? Verlorene Fracht können wir, ja. Obwohl... Boah, wir werden sicher wieder dorthin fahren. Safe, safe, hätte ich gesagt gehabt. Ja, machen wir mal den hier. Machen wir das dann einmal mit den Bots und das Ganze drum und dran. Hätte ich gesagt gehabt, ja. Wir schauen sicher dann später wieder vorbei. Das eine oder andere werden wir dann sowieso auch da wieder weggeben. Weil dann haben wir noch ein bisschen was zusätzliches, weißt? Dann können wir wenigstens wieder so zwei, drei Sachen auf einmal machen. Dann fühlt sich das nicht wieder so ganz unnötig an. Dann machst du wieder 100.000 Sachen gleichzeitig. Das ist ja das Leibende. So, ein bisschen kurz tanken, gell? Müssen wir unbedingt tanken, sonst wird das wieder nichts. Und jetzt auf zur Straße! Nicht die gute Straße, sondern eine Betonstraße, aber das ist wieder was anderes. Geht ihr weiter, Alter? Schaut dir das an! Biestepper, obwohl ich da einmal. Oder ich habe nur bei einer Straße investiert. Nur bei einer. Bei so einem kleinen Sticker. Und da geht's weiter, und da geht's weiter, und da geht's weiter. Biestepper, da wollen wir um gar nichts mehr kümmern. Kann ich ja geil. Eigentlich im Prinzip durchfahren. Ist eh super. Ist jetzt nur schauen, wie wir das jetzt am besten machen. Wieder aufgekommen. Das wird jetzt das einzige werden, was vielleicht. Nein, nicht einmal. Nicht einmal. Was vielleicht hätte scheiße enden können. Das einzige, was vielleicht problematisch werden könnte, ist, wenn Regen kommt. Wenn Regen kommt, bin ich so ein bisschen dezent gefickt. Ja, und da haben wir auch wieder den Regen. Fix. Ja, aber eher so hauptsächlich da bei der rechten Seite. Also es geht, es geht. Da haben wir ja auch gleich die Verbindung. Ein bisschen Wasser steht eh nicht, das ist nicht so tragisch. Hoppa! 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 Ingenieur, nehm ich gleich mit, wenn ich unterwegs bin. Kannst du überhaupt da was aufgeben? Aber trotzdem 92 Kilo, das ist eh nix eigentlich. Der hättest du so deppert auf da. Aufgetümt. Da haben wir. Hoppa. 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 Oi. 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 Ich sehe schon, das wird nichts. Ja? Nein! Oh nein! Alter, das ist fies! Das ist fies! Nimm gleich mit! Nimm gleich mit, was du kannst! Oh, das ist fies! Okay, wer hätte sich das aber auch denken können, dass es so tief ist. Bleib ruhig, Kamera, wir haben das schon.
Da, das nächste noch zusätzlich. Ist doch deppert. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass es so tief ist. Wow. Aber wir kennen eh auch. Ah, schon wieder? Das ist alles so tief. Warte, nimm die Leiter dann, Schule. Nimm, steh auf. Aber wir bauen dann die Leiter, das wird sonst nichts. Hätten wir über die Leiter fahren können, eigentlich im Prinzip. Ich trau mich jetzt nicht. Ich trau mich jetzt wirklich nicht. Nimm die Leiter, Havara. Nimm sich jetzt aber die Leiter. Das hört sich zwar jetzt so dermaßen. Straßenbereich? What the fuck? Oh, da kann ich drüber hupfen. Das geht. Hup. Opa. Allein da wieder das Fliegen, Alter. Bist du deppert. Aber schade. Schade, dass es auch so dermaßen tief war. Ich hab mir gedacht, und so, wow, Alter, was ist da los? Wow. No, schon ein bisschen um. Schon ein bisschen. Schon ein bisschen, oder? Lutsch meine Haare, oder? Nicht schlecht. Nicht schlecht, oder? Hut ab. Ja, Rutschpartie gehört auch dazu, nicht sicher. Terminal aktiviert. Dann wird jetzt mal Zeit für Stampel. Da will ich nochmal wieder sagen: liefern! Außer den Scheißtrick, wollen wir eh nicht mehr. Wir haben dich erwartet. Es hieß, du würdest doch vor dem Bond-Test zählen. Aber vorher wollen wir uns mal die Fracht ansehen. Wunderhübsch. Ich hab nichts zu beanstanden. Ja, so viel. Weil da Gott sei Dank war dann nicht die Pizza dabei. Wenn die Pizza dabei gewesen wäre, ich glaube, da wäre ich so richtig fett am Arsch gewesen. Da wäre ich richtig fett am Arsch gewesen, aber trotzdem S-Rang, genau. 2,5, eh nicht schlecht. Vielleicht kriegt man ein bisschen was dazu. Oh, das ist wahrscheinlich nur wegen der Straße. Weil ich da so mitgeholfen habe. Safe. Bis deppert, tschüss. Oh, da geht jetzt einiges weiter, du Hund. Du kannst jetzt Strange-Verträge mit anderen Spielern schließen. Kooperationsanfragen. Der Zeitraum, den du Likes senden kannst, wurde auf 5 Sekunden erhöht. Oh, jetzt wieder mal. Vertrauenswürdigen Verbündeten. Aha. Wieder Strange, mehr Likes, das. Oh, Schmäh. Diese Bots funktionieren außerhalb des Netzwerkversorgungsbereiches nicht. Dann wollen wir das Verteilerzentrum mal anschließen. Ja, das hoffe ich. Oder geht vielleicht die Straße sogar weiter? Ja, moin. Das wär's. Geht einfach die Straße mal wieder weiter. Ja, moin. Oh, wie das Baby auch noch zuschaut. Das ist saugeil. Dann haben wir wenigstens wirklich so eine geile Strecke immer von hin und wieder zurück. Das ist saugeil. Das ist Bombe. Das ist wirklich Bombe. Oh, neue Stiefel. Oh, sehr gut. Sehr gut. Nur die Straße wurde nicht wirklich gescheit erweitert, gell? Was ich jetzt so gesehen habe. Ist aber wurscht. Ich beginne die Tests vorzubereiten. Und du wartest auf Nachricht vom Haku. Für das, dass es... Ich glaube, bei der anderen, beim anderen Motorrad kann ich glaube ich sogar was bunkern. Ich habe sie selbst entworfen. Ich hoffe, dass sie die Last etwas mindern können. Im Gegensatz zum menschlichen Boden gibt es keinen Leersturz, wenn einer ausfällt. Vor dem gestrandeten Tod waren Wissenschaftler besorgt darüber, jemand könne eine KI programmieren, die klüger wäre als jeder Mensch. Aber dazu kam es nie. Na, mach dir keine Sorgen. Ich schicke jedes Mal zum Alten auf. Wie weit sie sich auch entwickeln mögen, den Tod werden sie nie verstehen wie wir. Und deshalb werden sie uns nicht mehr blendet, irgendein anderer Scheißdreck. Begib dich zum Lieferterminal. Ich erkläre dir, wie man die Bots steuert. Und keine Angst, ich behalte von hier aus alles im Auge. Naja, ist mir wurscht, Hauptsache er liefert.
einfache Allerweltsaufträge. Sieh dir an, was zur Auswahl steht. Auf schlechten Straßen nimmt von Bots transportierte Fracht leicht Schaden. Nutzt dein Bot aber eine gut erhaltene Straße, stellt er die Fracht wahrscheinlich in besserem Zustand zu. Und schneller unterwegs ist er dann auch. Bedenke das, wenn du sie losschickst. Respekt, Digga. Respekt. 76 Kilo. Ja. Ja. Nicht schlecht. Siehst sogar die Minutenanzahl und alles. Das schaut er dir an, den Armager. Bist deppert fleißig. Schaut aber nicht nach 76 Kilo aus. Das schaut nicht mal ansatzweise wie 76 Kilo aus. Was ist da an 76 Kilo? Ja, der Bot vielleicht. Aber nicht die Ware. Jetzt warten wir darauf, dass der Lieferbot sein Ziel erreicht. Momentan gibt es nur einen. Aber wenn der Test gelingt, gehen wir zur Massenproduktion über. Das hoffe ich. Dann kannst du sie selbst losschicken. Das hoffe ich. Oh, ich habe mich vertan. Wir konnten noch einen Lieferbot für die Feldversuche zusammenzimmern. Über diesen kannst du frei verfügen. Ah, nur dann. Nur über den. Die anderen darf ich. Muss ich scheiße gehen. Danke, Sam. Wir sprechen uns später. Bei der Massenauslieferung kann ich scheiße gehen, wahrscheinlich. Alle werden von diesen autonomen Lieferbots profitieren. Von ja, so viel. Der Städte und Wegposten bis zu den Preppern im letzten Winkel. Aber du musst erschöpft sein. Warum machst du nicht mal Pause? Ich wette, dein Bibi könnte auch eine gebrauchen. Geh zum privaten Raum. Los. Ich will nicht schon wieder eine Pause machen, aber okay, wenn Chef sagen, ich mache eine Pause. Ich will auch durchmachen. Ihr durchgemacht mit ihm. Der ist schon wieder beim letzten Mal bisteppert, der hat nicht einmal.